Diese Hallen haben die Geburt und das Aufblühen wahrer Talente erlebt. Ich möchte die heutige Veranstaltung nutzen, um mich zu bedanken für den unglaublichen Einsatz, die Anstrengungen und die unendliche Weisheit einer der wichtigsten Trainerinnen unseres Landes. Ohne sie hätten die Medaillen unserer Turnerinnen keine Strahlkraft. Vielen Dank, Marisol, für alles. Eine Dankesrede und dreimal auf die Schulter klopfen. Wir treiben keinen Sport. Ach nein? Ich mag Wettkämpfe, weil ich gerne gewinne. Sie wird jeden Tag besser. Wir stehen kurz vor einer Weltmeisterschaft. Gewinnen ist das Wichtigste. Wenn du gewinnst, bleibst du. Wenn du verlierst, bist du raus. Ich hab's satt, dass du ständig wegfährst. Aber ich kriege nicht genug von deiner Rückkehr. Jetzt nicht. Hast du mir etwas zu sagen? Octavio, ich frage, ob du etwas zu sagen hast. Ich weiß, da steckt etwas in dir, tief in dir drin. Ich weiß es. Entweder du holst es allein hervor oder ich reiß es aus dir raus. Aber du musst es rausholen. Ordnung, Strenge und Disziplin innerlich und auf der Matte. Du hältst dem Druck nicht stand und du hast Angst. Machen wir uns nichts vor. Dieses Mädchen. Sieh mich an. Wird irgendwann verschwinden. Sieh mich an. Du hast überhaupt nichts verstanden. Erzähl mir nicht, wie ich meine Arbeit machen soll. Ich schreib dir nicht vor, wie du zu arbeiten hast. Schlecht. Nein. Ich weiß, dass du sie fordern willst. Nicht aufhören. Aber. Nochmal. Nicht um jeden Preis. Mehr. Mehr.